Nonsens, Leute. Da sind wir wieder. Eine neue Folge Let's Brettspiel. Juhu, endlich wieder. Und nach unserer Preview gestern mit Via Magica steht heute, ich würde mal sagen, echter Klassiker an. Sollte vielen bekannt sein. Zug um Zug. Zug um Zug. Aber nicht das große Zug um Zug, sondern wir haben uns das kleine, schicke, ja, fast Reisespiel kann man es, als Reisespiel kann man es nehmen. Zug um Zug London. Das ist vielleicht nochmal spannend zu sagen. Zug um Zug gibt es ja mittlerweile in ganz, ganz verschiedenen, vielen Varianten. In Amerika, in Berlin, überall eigentlich. Wir haben uns für London entschieden. Passte bei uns, weil wir in London waren. Damals, als man noch reisen durfte. und genau, deswegen haben wir hier diese schöne Version. Genau, da haben wir es nämlich auch auf Reisen gespielt. Dafür, also es ist sehr schön, auch um das im Koffer zu packen. Dafür lohnt es einfach, glaube ich. Und auch so macht es Spaß. Mit 2 Spielern bis zu 4 Spielern kann man es spielen. Ich glaube, wir zeigen euch nachher eine kleine Sonderversion, die wir uns überlegt haben. Spiel bleibt aber gleich. Angegeben ist es mit ab 8 Jahren. Das halte ich für realistisch, absolut. Und eine Spielzeit von 10 bis 15 Minuten, vielleicht 20. Ein Ticken länger, würde ich sagen. Grundprinzip des Spiels, wie der Name eigentlich schon sagt, man versucht sich durch die Innenstadt von London zu kämpfen und baut Busstrecken. Also man probiert verschiedene Ziele zu erreichen, man bekommt Zielkarten, dazu aber gleich noch mehr, und dann baut man verschiedene Strecken. Man kann sich einiges verbauen, das finde ich ist auch das Schönste an dem Spiel, dass man sich wirklich in die Quere kommen kann. Und man lernt tatsächlich London noch mal ein bisschen kennen. Absolut. Also es hilft, um den U-Bahn-Plan ein bisschen auswendig zu lernen. Ist ein Racing-Game, würde ich so mal sagen. Ist jetzt auch, also die Version schon ein bisschen älter, aber ich glaube, es kommen immer mal auch neue. Und ja, das zur Vorgeschichte, oder? Ja, ich glaube, viel mehr sagen wir nicht. Das erklärt sich dann gleich, wenn wir alles aufgebaut haben. Fantastisch. Dann gehen wir mal auf den Tisch. So, da ist es auch schon aufgebaut. Zug um Zug London. Vielleicht einmal für euch zur Info. Man kann das Spiel locker und gut zu zweit spielen. Aber wir finden es spannender, wenn man es zu viert spielt. Da wir aber nur zu zweit sind, spielen wir einfach jeweils 2 Teams. Genau. Ich spiele Rot und Grün. Verena spielt Lila und Weiß. Und wir übernehmen quasi einfach die Rolle von jeweils 2 Spielern. Man kann sich natürlich ein bisschen gegenseitig in die Hände spielen, das ist ganz gut. Aber so macht es einfach ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Trubel auf dem Feld. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil man immer so jetzt verschiedene Sachen, das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Also eigentlich spielt man's, kann man es auch zu zweit spielen, aber wie gesagt, das ist manchmal echt dann ein bisschen langweilig, weil nicht so viel passiert. Und so seht ihr gleich, man kommt sich viel mehr in die Quere und schafft es tatsächlich auch manchmal nicht, seine Strecken zu bauen. Genau. Kommen wir einmal zu den Spielregeln. Also ihr seht hier den Stadtplan von London mit den einzelnen Haltestationen, wie hier den Hyde Park oder den Trafalgar Square, St. Paul's, British Museum, Baker Street. Also der ein oder andere Bekannte ist auch dabei. Und unser Ziel ist im Prinzip, unsere kleinen Busse hier, die in den verschiedenen Farben, zu nutzen, um Strecken zu verbinden. Also sagen wir mal, ich möchte vom British Museum zum, wir lesen es über Kopf, The Charter House. Dann muss ich hier meine Busse platzieren, um die Strecke zu verbinden. So, das kann ich natürlich nicht einfach so machen, dazu nutze ich diese farbigen Karten hier. Und zwar sind die Farben logischerweise eigentlich verbunden mit den Farben hier auf dem Feld. Bedeutet, wenn ich eine schwarze Karte ziehe, darf ich eine schwarze Strecke bauen, also da ein Stück. Wenn ich 2 davon habe, könnte ich hier die komplette Strecke bauen. Strecken muss man immer am Stück bauen, also es geht nicht, dass man jetzt einsetzt und dann noch irgendwann eine Karte zieht und noch einsetzt und noch einen, sondern man muss die 4 auf der Hand haben, ausspielen und dann darf man die bauen. Diese hier, die Busse, gut, dass wir hier schon einen liegen haben, sind die Joker. Das bedeutet, die darf man auf jedes Feld setzen, völlig egal, ob das gelb, orange, grün, schwarz, irgendwas ist. Und die grauen Strecken, die ihr habt, die sind auch eigentlich beliebig. Es muss nur eine zusammenhängende Farbe sein. Also ob man jetzt hier 3 Orangen legt oder 3 Gelbe oder 3 Grüne, ist im Prinzip völlig egal.
Genau, die Strecken, die sucht man sich nicht einfach aus, sondern man bekommt hier sogenannte, ich nehme jetzt einfach mal hier welche aus der Mitte, damit es nicht, sogenannte Streckenkarten. So, diese Karte sagt jetzt an, dass die Strecke von Buckingham Palace bis Elephant and Castle gebaut werden muss. Gibt dann 5 Punkte, wenn man es am Ende geschafft hat. Das ist jetzt eine relativ einfache Strecke, Buckingham Palace bis Elephant Castle. Es gibt natürlich aber auch viel größere Strecken, zum Beispiel von, ich glaube, Baker Street bis rüber zur Brick Lane oder noch weiter. Gibt natürlich je nachdem dann auch mehr Punkte. Man bekommt am Anfang 2 von diesen Streckenkarten. Man kann beide behalten und beide bauen. Man kann aber auch eine wieder abgeben. Genau. Das ist natürlich so ein bisschen Taktik. Also klar gibt es Punkte. Mhm. Du kannst aber auch Pech haben, dass der andere dir was verbaut. Und dann gibt es nämlich am Ende Minuspunkte, wenn du diese Strecke nicht geschafft hast. Cool. Wenn man jetzt beide relativ schnell, beide, die man am Anfang gezogen hat, relativ schnell gebaut hat, dann kann man natürlich auch überlegen, ziehe ich mir jetzt noch eine? Das Risiko ist natürlich recht hoch. Sobald ein Team nur noch 2 Busse, glaube ich, liegen hat, ist das Spiel zu Ende. Also geht dann noch einmal eine Runde rum. Ne, wenn ich sag mal, Grün hat jetzt 2 Busse noch, dann darf Rot noch einmal, Weiß, Rot, Lila darf noch einmal, wenn wir bei Grün wieder angekommen sind, dann ist Sense mit dem Spiel. Genau, Punkte gibt es, wie gesagt, einmal auf diesen Streckenkarten. Es gibt aber auch einzelne Punkte, das sieht man hier, für die einzelnen Strecken. Das heißt, wenn Brian, wie gerade gezeigt, von British Museum bis The Charterhouse die Strecke gebaut hat, hat er 4 Busse gebaut und das gibt 7 Punkte. Und die Punkte geht man hier weiter. Der Mensch, der am Ende am weitesten vorne ist mit seinem Stein, hat logischerweise gewonnen. Genau, und dann gibt es natürlich noch Punkte, wenn man Gebiete verbindet. Wenn man zum Beispiel hier alle 2er verbindet, also Big Ben bis Trafalgar Square bis Piccadilly Circus und Buckingham Palace, wenn man hier eine Verbindung schafft, dass man von überall alles erreichen könnte, würde man nochmal 2 Punkte bekommen. Wenn man die 5er alle schafft, 5 Punkte. Wenn man die 4er alle verbindet, 4 Punkte. Genau. So, soweit. Ich würde sagen. Dann gucken wir uns mal unsere Missionskarten an. Die Streckenkarten, die wir bekommen haben. Man muss ein bisschen umdenken, weil wir ja über Kopf schauen. Oh, das ist tatsächlich schwierig, das über Kopf zu machen. Mhm. So, ich lege die schon mal weg. Unten oder unten daneben oder wie auch immer. Unten drunter. Und für Rot. Das ist natürlich kritisch. Man kann sich halt mit seinen eigenen beiden Teams jetzt in die Quere kommen. Deswegen nochmal für euch der Hinweis, es ist natürlich eigentlich nicht so gedacht. Das ist unsere persönliche Variante, um das Spiel für uns ein bisschen spannender zu gestalten. Aber im Prinzip läuft das Spiel ja genauso, wenn man nur mit 2 Leuten spielen würde, beziehungsweise wenn 4 Leute jeweils wirklich eine Busfarbe übernehmen. Gut. Wer beginnt? So, ich würde mal sagen, ich fange an. Mhm. Ich habe in meinem Zug im Prinzip 3 Optionen. Das heißt, ich kann entweder eine Strecke bauen. Das wird vermutlich am Anfang jetzt noch nicht klappen und keinen Sinn machen, weil ich nur 2 Handkarten am Anfang bekomme. Option 2 ist, ich könnte eine neue Streckenkarte ziehen. Wenn ich meine Mission zum Beispiel geschafft habe oder wenn ich denke, ich muss mir noch eins aufhalten, darf ich hier 2 Karten ziehen. Mir die angucken und entweder beide behalten oder eine behalten. Aber eine muss ich, wenn ich mich dafür entscheide zu ziehen, muss ich eine davon behalten. Kann potenziell aber auch beide. So, und ansonsten muss ich natürlich versuchen, meine Strecken irgendwie zu vervollständigen. Das heißt, ich ziehe hier entweder aus der Auslage, das ist quasi die 3. Aktion, beziehungsweise ziehe hiervon. Dabei ist die Regel, man darf 2 ziehen. Es sei denn, man zieht so eine Joker-Karte, dann darf man nur eine ziehen. Man dürfte zum Beispiel auch hier das orangene Auto und dann vom Stapel ziehen. Ich schaue jetzt einmal, was ich so auf der Hand habe und wo ich überhaupt lang muss. Womit beginnst du? Mit welcher Farbe? Mit Grün. Mit Grün. Würde ich jetzt anfangen. Mhm. So, jetzt hätte ich fast gesagt, wo ich langfahren muss. Das ist doof. Der Erklärung wegen. Mache ich nicht. Also, ich ziehe hier einmal die schwarze Karte. Die kommt auf meine Hand, wird natürlich gleich immer aufgefüllt.
und könnt jetzt wieder hier aus der Mitte entweder orange oder grün ziehen. Möchte ich aber beides nicht und ziehe noch eine vom Stapel dazu, ungesehen. So, damit ist weiß dran. Damit man hier auch die Reihenfolge checkt, haben wir nochmal so Busse dazwischen gestellt. Ich hoffe, die sieht man, ja. Das heißt, weiß ist dran. Mhm. Ich nehme mir mal hier so eine grüne. Jetzt ist der Fall, jetzt liegen drei Joker. Das geht nicht. Dann mischt man einmal und muss nochmal wieder neu hinlegen. Und warum mache ich das jetzt? Weiß nicht, die kommen auf den Ablagestapel. Ach ja. So. Gut, dass du sie umgedreht hast. Gut, dass ich sie umgedreht habe. So werden natürlich. Sind schon wieder zwei Joker. Es sind echt viele Joker in dem Spiel. So. So. Super, und ich ziehe noch einmal vom Stapel. Damit ist weiß fertig und rot ist dran. So, rot zieht zwei schwarze Karten und lila ist dran. So. So, tatsächlich würde ich einfach im ersten Zug jetzt schon mal rauskommen. Ich habe hier zwei Karten, die decke ich jetzt auf. Das sind zwei pinke Autos. Und die stelle ich jetzt einfach hier hin. Ne? Für diese Strecke brauche ich zwei Busse, habe ich Strecke gebaut und das gibt mir jetzt direkt zwei Punkte. Also gehe ich mit meinem lilanen 1, 2 nach vorne. Könnte ich theoretisch noch eine Strecke bauen und hätte die Karten auf der Hand, darf ich es nicht machen. Man darf eine Strecke pro Zug bauen. Ja, eine Aktion hat man. Entweder bauen oder ziehen oder Karten ziehen kommen auf den Ablegestapel. Und bauen heißt nur eine Strecke bauen. Korrekt. So, dann ist grün an der Reihe, wenn ich es richtig sehe. Was macht grün denn? Bisschen verzweifeln tatsächlich. Grün zieht sich die beiden gelben. Und weiß ist dran. Weiß nimmt sich den, dann wird der nachgedeckt. Und weiß nimmt sich direkt den. Und der wird nachgedeckt. So, rot braucht tatsächlich mal so einen kleinen Joker. Joki. Ja. So. Lila ist dran. Ach genau, da muss ich jetzt erstmal... Ach so, stopp mal. Ich kriege immer zwei auf die Hand, ne? Und dann darf ich nochmal zusätzlich ziehen. Ist das richtig? Wie meinst du? Ich hatte die ja gerade abgelegt, ja. Die lila. Denn jetzt habe ich gerade hier keine Karten. Dann kriegst du nichts. Ich darf mir jetzt einfach zwei nachziehen. Darfst du? Nein. Oder wie? Nein, du musst ganz normal aus der Mitte ziehen, wenn die Hand lässt. Ja, ah ja, okay. Gut. Alles klar, alles gut. Nicht, dass ich wüsste. Alles klar. Dann ziehen wir doch einfach mal zwei vom Stapel. Ja. Wenn gut. Leer ist, ist leer. Du bist aber auch eine harte Spielepolizei. Geht. So, grün baut jetzt auch mal die erste Strecke mit zwei gelben Karten. Und zwar hier auf diesen grauen Feldern. Wie gesagt, das ist die Farbe egal, Hauptsache es ist einheitlich. Weiß. Dann kriegst du zwei Punkte. Die zwei Punkte, Entschuldigung. Und ich bin dran. Ja. Und zwar ist weiß dran. White, white. Ich nehme mir mal den. Mach dich mal nicht so breit hier. Entschuldigung. Und den. Das läuft ja supi. So, rot ist dann rot, baut auch mal die erste Strecke jetzt. Und zwar habe ich hier drei schwarze und einen Joker, der als schwarzer zählt. Und ich baue hier von Elephant and Castle bis zum Tower of London eine Viererstrecke.
Die werden abgelegt und das bedeutet für Grün, nee, für Rot, Entschuldigung, für Rot 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 4 Busse, 7 Punkte. Das und Lila ist dann. Natürlich. Nee, du hast gerade mit Grün gesetzt, oder nicht? Mit Rot. Jetzt Lila dann. Sorry, kleine Verwirrung. Das passiert auch mal, wenn man zwei Farben gleichzeitig spielt. Da muss man mal hier ein bisschen aufpassen. Ja, da muss man sich echt ein bisschen mehr konzentrieren. Lila ist dran. Jawohl. Läuft auf jeden Fall bei uns. So, Grün hat schon dort die Strecke. Dann muss Grün tatsächlich leider hier mal ein bisschen ins Leere ziehen. Dann ist Weiß dran. Weiß baut eine Strecke. Wir haben drei Pinke, ja, sieht man, glaube ich, ganz gut. Und setzen die hier hin. Zack, die kommen auf den Ablagestapel und drei Busse geben 4 Punkte. Das heißt, auch Weiß darf jetzt mal ein bisschen laufen. So, Rot ist wieder dran. Nach der hervorragenden Runde eben geht es jetzt ans Ziehen. Lila. Lila. Das ja schon mal, ne? Lila rückt mit einem Bus aus. Und zwar einen blauen hier hin. Das gibt einen Punkt. Zack. Das übrigens auch natürlich, wenn hier der Ablegestapel leer ist. Wir machen das immer kurz vorher, dann, ne, verschwendet noch nicht so viel Zeit. Wird der Nachziehstapel hier drunter gelegt und wird zum neuen Nachziehstapel. Ich hoffe, das habe ich gerade alles richtig gesagt. Nachzieh, Absichtablegen. Ah, ja, schon verstanden. Hast du richtig gesagt. So, Grün ist dran, ne? Sie. Ärgerlich ist natürlich, also ihr seht, hier gibt es teilweise manchmal echt nur einer Strecken. Hier kann man die doppelt besetzen. Ne? Also wenn Brian jetzt hier einen schwarzen setzt, kann ich immer noch da einen pinken daneben setzen. Da, wo ich jetzt zum Beispiel den blauen gesetzt habe, kann man logischerweise nichts mehr hinsetzen. Das heißt, im schlimmsten Fall ist einem die Strecke verbaut worden. Oft kann man noch außen rum gehen, heißt aber auch wieder, dass man dann mehr Karten sammeln muss. Also da muss man echt ein bisschen schauen. Und manchmal checkt man dann natürlich auch, was die Strategie oder die Strecke vom anderen ist. Und wenn man dann fies ist, so wie Brian, verbaut man es dem anderen einfach. Ja, das nennt man einfach strategisch gutes Spielen. So, ist Weiß jetzt dran? Nichts mit Weiß ist dran, nichts mit Gemeinheit zu tun. Weiß rückt nochmal mit drei Grünen aus. Nee, hier ist Weiß. Und zwar geht's hier weiter. Chip, Chip, Chip. Und Weiß geht wieder 4 nach vorne. 1, 2, 3, 4. Rot zieht einen Joker. Darf dann, wie gesagt, nur eine Karte ziehen. Die wird nachgelegt. Lila ist dran. Und Lila rückt mit einem Gelben aus. Dadim. Gibt einen Punkt. Süß. Kleine Strecken. Kleine so. Strecken. Grün kann auch wieder bauen, zwei schwarze. Und es gibt 2 Punkte. 1, 2. Weiß. So, Weiß. Kannst du mal nicht hier so gucken, ne? Ich guck mal. Ja, du guckst nicht. Die auch direkt. Zack. So, Rot kann auch wieder bauen. Das zählt als 3 gelbe. Mhm. So,
ne, mit einem Joker drin. Und ich baue hier die Strecke von Big Ben nach Elephant and Castle. Und Rot darf 4 nach vorne ziehen. Das übrigens finde ich auch sehr schön am Spiel tatsächlich, dass man die Punktetafel hier auch direkt drauf hat. Ja. Möchte ich mal kurz erwähnen. Das ist echt relativ klein, also dafür braucht man nicht so viel Platz. Ja. So, Lila ist dran und Lila geht mit kleinen Schritten voran und setzt hier nochmal einen Bus nach vorne. Grün hat einen Lilan und ein Zauberbus. Zack, zack. 1, 2. Und Weiß ist dran. So, Weiß ist dran. Weiß zieht. Rot. Rot zieht die beiden. Ja. Kommt da noch was? Frage da kommt ich. Noch was. Wir bleiben mal alle ganz entspannt. Ja. So, auch grün ist wieder mit 2 Bussen am Start. Blau. Die können hier auf die grauen Felder. Weiß. Bist du gegangen? Bin hier. Ach so, nee, Entschuldigung. 1. Jetzt erinnere ich dich noch an deine Punkte. Ja, ich vergesse das tatsächlich. So, weiß ist dran und geht 3 blaue. Tadam. Tadam. Bitte. Geht 4 nach vorne. 1, 2, 3, 4. Und die kommen auf den Ablagestapel. So, auch Rot hat nochmal 2 Orangene. Setzt dann hier auf die orangenen Felder. Zack. Und Grün ist dran. Lila. Entschuldigung. Lila ist Run. Genau. Genau, genau, genau. Achso, Rot darf auch noch 2 gehen. Mhm. 2 gezogen. Grün hat auch nochmal einen Joker und einen grünen. Darf auch wieder 2 setzen auf die grüne Strecke hier. Zack, zack. Und ebenfalls 1, 2, gehen. Weiß. So, weiß. Hast du? Ja. Grün nimmt sich auch 2. Noch kommen wir uns gar nicht so in die Quere, ne? Zack. Nö, baut jeder so in seiner Ecke. Jeder baut so seinen Schüssel. Das ist doch gut. Vor sich hin. Sein Schüssel? Also ich baue Strecken jetzt eigentlich. Ah ja. Weiß fertig? Na, warte mal. Ich bin ja gerade jetzt bei, wem bin ich gerade? Ich muss immer überlegen. Genau, bei Lila bin ich gerade. Hä? Bei Weiß bist du da nicht? Nee. Bei Lila. Aber Rot hat gar nichts gemacht bei dem. Hast du dich vertüdelt, glaube ich.
Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, weil ich hier eben für weiß gezogen habe. Ach so, ja, da haben wir Rot noch nicht dran. Du. Oh. So. Ich darf dann gleich noch einziehen. Rot nimmt sich nur ein. Lila. So, ich hatte jetzt schon eingezogen. Ja, okay, Dann alles ziehe ich klar. jetzt nochmal eben. Da wird ein bisschen geschummelt, verstehe schon. Hier wird gar nicht geschummelt. Alles klar? Jupp. Grün zieht nochmal. Zack. Ein Joker und so einen. So, wir gehen mal mit Weiß locker flockig eine Viererstrecke. Und zwar hier. Vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut, Rot ist dran. Rot hat einen Grün und einen Joker. Und verbindet damit hier unten die grüne Strecke. Und darf zwei nach vorne, eins, zwei. So, Lila ist dran. Geht eine Dreierstrecke. Drei, also ich habe da graue, habe mich dann für die pinken entschieden. Und gehe 1, 2, 3, 4 nach vorne. So, Grün hat vier Schwalle anzubieten. Dafür gibt es diese Strecke hier. Und 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, weiß ist dran. Rot. Rot zieht hier mal noch zwei Karten. Lila ist dran und rückt aus mit einem Bus und geht noch mal einen nach vorne. So, Grün ist auch noch mal. Dann ab mal, wie viele liegen hier eigentlich noch so? Ich habe noch drei bei Grün. Gut. Grün nimmt sich so ein. Weiß ist dran und gönnt sich mal ein Joki. Rot nimmt sich auch einen Joker. Geht's? Eine gezogen und noch eine gezogen. Grün spielt den Joker und baut sich hier in die Graustrecke ein. Da gibt es einen Punkt und letzte Runde. Hier sind noch zwei bisschen. Tja, das ist natürlich äußerst. Äußerst prekär. Kann man so sagen, ja. Gut, dann baue ich mit Weiß, wenn es jetzt letzte Runde ist, noch eine Dreierstrecke. Eins, zwei, drei. Damit sind doch auch die Vierer verbunden, ne? Und darf nochmal
1, 2, 3, 4 nach vorne. Rot, Baudin, Dreierstrecke. Und zwar hier. Zack. Zack. 1, 2, 3. Na, Entschuldigung. 1, 2, 3. Bei 21 stand ich, glaube ich. 1, 2, 3, 4. So, dann ist Lila noch ein letztes Mal dran und baut auch noch eine gelbe Dreierstrecke. 1. Jetzt guckt man natürlich, dass man so viele Punkte in der letzten Runde wie möglich noch bekommt. Und 1, 2, 3, 4. Gut, Ende. Ende. Dann werden die Transportkarten aufgedeckt. Wir haben jetzt gar keine nachgezogen tatsächlich. Nee. Ich fange mal mit Grün, weil ich auch angefangen habe zu spielen. Ich hatte von King's Cross hier oben zum Buckingham Palace. Das hat Grün ausgesprochen elegant verbunden. Ganz toll. Und erhält 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, außerdem hat Grün alle Zweier verbunden. Ne? Also so, alle erreichbar. Dafür gibt es nochmal 2 Punkte. Und den Einser hat es auch verbunden, dafür gibt es nochmal einen Punkt. Das sind nur die beiden hier. Ja, und das war's. Weiß. Weiß hatte die Strecke King's Cross bis Tower of London. Wunderschön gemacht, gibt 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weiß hat leider die andere Mission nicht geschafft. Das ist jetzt das, was ich vorhin meinte. Die Mission war eigentlich hier von Regent's Park bis zum Piccadilly Circus zu kommen. Da fehlen mir die beiden. Das heißt, ich kriege minus 5 Punkte. Ist aber nett, dass du das extra so gemacht hast, dass die Leute das sehen. Ne? Aber Weiß hat hier nochmal dieses große Viertel verbunden mit 4. 1, 2, 3, 4. So, Rot. Musste vom Big Ben zum Tower of London. Hervorragend gemacht. Ganz klasse. Dafür gibt es 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Außerdem hat Rot auch die Dreier hier verbunden. Dafür gibt es nochmal 1, 2, 3. Und ich glaube, das war's. Ja. Dann kommt Lila. Lila hat tatsächlich beide Missionen erfüllt. Einmal musste ich hier vom Charterhaus hier oben bis zum Big Ben. Gib 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann musste ich noch einmal vom British Museum bis zum St. Paul's. Ups. Und das gibt nochmal 1, 2, 3, 4. Dann habe ich da nochmal einen Einser verbunden. Tja, das war's, wa? Das war's wohl. Das heißt, wir haben einen geteilten ersten Platz. Naja, nee, wir rechnen ja bei unserem Spiel in unseren Hausregeln immer die Punkte zusammen, ne? Du bist so ein schlechter Verlierer. Nee, ich bin ein sehr guter Gewinner, weil ich hier mit dem Roten weiter vorne stehe, die sind gleich, also kann man schätzen, 26 sind mehr als 24. Damit hat mein Team quasi die Runde gewonnen. Ja. Ja, also ihr seht, jetzt sieht das Spielfeld ja auch echt sehr bunt und zugestellt aus. Es war eine recht humane Runde, weil wir sind uns irgendwie gar nicht in die Quere gekommen. Mhm. Jeder hat so ein bisschen sein Ding gebaut. Das kann natürlich manchmal ganz anders ablaufen, wenn man dann noch verschiedene Strecken hat, könnt ihr euch vorstellen. Ja, das ist Zug um Zug. Ein Klassiker gibt es noch in viel größeren Varianten. Das ist hier die kleine handliche. Uns beiden macht es immer wieder super viel Spaß. Kann man wirklich echt gut zwischen... Oh, ich habe die ganze Zeit die Hand am Mikro. Kann man echt gut zwischendurch spielen. Also, wir sind großer Fan. Absolut. Zug um Zug London. Ich sag noch mal kurz, ich glaube, wir haben es vorhin in der Anmoderation zwar schon gemacht, aber ich glaube, 4 Personen, ne? Logischerweise. 30 Minuten werden, glaube ich, eingeplant. Wir können mal gucken, wir haben jetzt gespielt. 30 Minuten mit Anfangserklärung. Ja, kommt man gut mit durch. Ja, gibt es überall zu kaufen. Am besten ihr kauft es lokal. Das war's. Schönen Tag euch noch. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Brettspiel. Tschüss.